Herr Schumacher, ich überreiche heute das Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit in der Woche der Ausbildung und möchte es gern vorlesen und Ihnen offiziell überreichen. Zertifikat der Bundesagentur für Arbeit an die Philipp Schumacher Autosattler Burgwald KG für das hervorragende Engagement in der Ausbildung und verleihe Ihnen das Zertifikat für Nachwuchsförderung 2022. Die Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Korbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung Uwe Kemper, und gratuliere Ihnen dazu ganz herzlich. Danke. Herr Schumacher, Autosattler, eigentlich vielen Leuten gar nicht mehr so bekannt, der Beruf. Sattler, Feintechner waren ja mal Handwerksberufe, die quasi in jedem Dorf vorhanden waren. Heute gut ausgebildete Spezialisten. Ja, ich sage auch mal, hier in der Region ist es sehr, sehr rar, ne, dieser Beruf. Da gibt es nicht so viele. Das ist eher verbreitet, sage ich jetzt mal, München, also eher im Süden, ja, oder wo sich die Autoindustrie angesiedelt hat. Sagen wir mal BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Ja, und da ist das dann halt verbreiteter wie hier. Jetzt, wenn sich jemand zum Beispiel ein Auto kauft, kriegt er ein Auto von der Stange. Er hat noch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten. Aber Individualität kommt ja oft durch den Kunden, zum Beispiel durch Armaturen, Brett neu beziehen, Sitzbezüge, einer ihrer Tätigkeiten. Genau, Armaturenbretter, Sitze. Einmal gibt es dann die Autosammler, die alles wieder original oder aufgearbeitet haben möchten. Und dann gibt es natürlich auch welche, die von der ein Automobil von der Stange gekauft haben, möchten es aber auf sich mit Stickereien oder Rautensteppungen, andere Sitzflächen statt Leder, Alcantara, umgearbeitet haben. Also das ist von bis. Natürlich gibt es auch Autohändler, wo es dann halt sein muss, wenn man Lenkrad kaputt ist oder eine Einstiegwange kaputt ist, dass man das wieder instand setzt. Leasingrückläufer, wo der Sitz durchgesessen ist. Also das ist von bis. Wir stehen hier gerade vor so einem Samba-Bus, einem Originalen. Das ist sowas, wo ein Oldtimer-Original restauriert, eine Ihrer Aufgaben, die Sie auch machen und genau. Auch gerne machen. Genau. Also hier ist definitiv, also hier haben wir die komplette Innenausstattung einmal gemacht. Jetzt sind Sie Meister. Ja. Aber alleine ist ein Autosattler auch oft hilflos. Es geht eigentlich nur im Team. Wie schwierig ist es, Auszubildende zu finden? Ja, das ist schon, weil der Beruf einfach nicht so bekannt ist, ist das sehr, sehr schwierig, einen Auszubildenden zu finden, der auch, ich sag mal, Fingerfertigkeit an den Tag legt, wie zum Beispiel mit der Nähmaschine umgehen. Aber auch ein Kfz-Verständnis hat und ja. Wenn er ausgebildet ist, wir haben vorhin im Vorgespräch gehört, Blockunterricht in der Berufsschule, die ist in Meinburg, das ist in Bayern, in der Nähe von Ingolstadt. Genau. Aber irgendwann ist man mit der Ausbildung fertig. Welche Perspektiven hat ein Autosattler, Autosattlerin, Feintechner bei Ihnen im Haus? Perspektiven, sie bleiben definitiv hier. Das ist ja der Grund, warum ich das mit der Ausbildung mache. Wenn einen fertig ausgebildeten Autosattler zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Also bildet man selber und zieht sich sozusagen selber einen Autosattler, also einen Mitarbeiter ran, sag ich mal. Wir sind ja hier in der Nähe zum Edersee, das heißt Autosattler satteln nicht nur Autos, sondern die machen auch Persenning speziell für Boote, maßgeschneidert, Cabrio, Dächer. Genau. Also ein sehr breites Produktspektrum, was ja auch für ihre Auszubildenden bedeutet, ein sehr breites Spektrum an Material, an Kreativität, an ja, Lernmöglichkeiten. Mhm.
Ja, also das ist, wie gesagt, Bootspersenning, dann Wohnmobile auch am Edersee gut vertreten. Also, ja. Perspektiven, jetzt gut, Corona war ein bisschen anders, aber Perspektiven für Ihren Beruf, wo sehen Sie Ihren Beruf in 5 oder 10 Jahren? Immer noch, ja, wie soll ich das sagen, wo sehe ich ihn? Also ich denke mal, also Corona habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Mhm. Ne, es wird immer noch, denke ich mir mal. Ich möchte das mal vielleicht anders fragen, Herr Schumacher. Da es immer mehr von der Stange gibt, auch E-Autos und so weiter. Aber der Mensch zum Teil ein Individuum ist, was Individuelles möchte. Dass da die großen Chancen sind, in Ihrer Branche, angefangen von Kfz über vielen anderen Dingen, es für den Kunden individuell zu gestalten? Ja, also es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, wo man extra Anfertigungen haben möchte. Und ich denke mal, ich bin ja eher in einem Hobby-Segment, ne? Und da wird es immer irgendwas geben. Wenn Ihnen jetzt hier Oma Elsie ihr 150 Jahre altes Ledersofa bringt, das ist eine andere Baustelle, ne? Ja. Herr Schumacher, vielen Dank. Ja. Ausbildung zum Autosattler, Autosattlerin, eigentlich eher ungewöhnlich, weil man immer denkt, ja, wenn man ein Auto aus dem Autohaus abholt, ist alles drin. Und trotzdem ist das ein Beruf, der ja anscheinend sehr begehrt ist. Was fasziniert Sie an dem Beruf? Also ich finde es toll, dass man sehr schnell ein Ergebnis sieht. Nicht wie beim Maler, Lackierer, dass man erst schleift und spachtelt, sondern man hat eigentlich direkt ein fertiges Ergebnis. Jetzt machen Sie beide die zweite Ausbildung. Sie waren Zimmermann, haben Zimmermann gelernt, Sie Verkäuferin. Warum wechselt man den Beruf? Bei mir waren das eigentlich gesundheitliche Gründe. Sonst gab es eigentlich keinen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Beruf nochmal erlernen wollte oder gewechselt habe. Bei Ihnen? Also bei mir war es so, dass ich einfach den Beruf nicht mehr hätte viel länger ausüben können und deswegen habe ich mir was anderes gesucht. Sie waren Verkäuferin? Genau. Ja. Ja. Jetzt kommen Sie ja nun nicht gerade hier aus Bottendorf, sondern Wuchertal, Schwabendorf, das ist der Nachbarkreis, Marburg-Biedenkopf. Das ist doch morgens ein erheblicher Aufwand, hier rüber zu kommen. Ja, das ist aber, also die Fahrzeit bei mir beträgt 20 Minuten, das lässt sich auch relativ gut fahren und ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Bei mir auch. Bei mir ist es genau die gleiche Strecke wie zu meiner derzeitigen Arbeitsstelle, in der ich noch bin. Und nach der Ausbildung ist man Autosattlerin, Autosattler, Feintechner. Genau. Gehört damit zu dem Beruf. Und wie weiter? Ich denke mal, wir bleiben hier. Ja. Ich bleibe also definitiv, ja. Ein Beruf, der Spaß macht. Wir stehen gerade vor so einem schönen alten Samba-Bus. Das heißt, man hat mit unterschiedlichen Fahrzeugen, auch mit unterschiedlichen Kunden zu tun. Und Kunden wünschen ist nicht immer ganz einfach, wenn der Kunde was wünscht, ne? Nee. Gut, manche sind dann ein bisschen penibler oder wollen dann besondere Extrawünsche, aber eigentlich gibt es nichts, was man nicht erfüllen kann. So, das heißt, in 2, 3 Jahren haben wir hier 2 tolle Autosattlerinnen, einen Autosattler. Vielen Dank. Gerne.